Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Stefan von Mysterious und das ist Koffer von Mysterious. Und zwar fahren wir jetzt wieder für euch los. Es geht wieder los, the madness begins. Und diesmal ist dabei er hier, ich weiß nicht wie er heißt. Und er hier, er weiß auch nicht wie er heißt. So, sieht man das? Kann man sehen? Stefan von Mysterious. Warum bist du eigentlich so ein Tierquäler? Warum machst du dir aus dem Hund einen Hut, Alter? Das ist echt Fell. Was ist das? Hier filme ich, dann mache ich, bediene ich beide. Geil, voll stylisch. Und wie heißt du? Du darfst deinen Namen für ihn kriegen. Egon. Egon? Hugo Egon Balder. Das ist Hugo Egon Balder. Auf jeden Fall waren wir jetzt gerade im letzten Vlog für euch beim alten Mann des Kleinhauses. Und jetzt fahren wir direkt weiter, aber der Vlog beginnt quasi mitten im Video. Also nach dem Vlog, wieder ein Vlog. Weil vor dem Vlog ist nach dem Vlog. Genau, also wir fahren jetzt für euch los. Tschüss. So, also wir werden für euch jetzt das nächste Haus ansteuern, weil nämlich Koffer war in seinem zweiten Leben Steuermann auf Schiff und deswegen steuert er das Haus jetzt an. Ich war ein Steuermann auf dem Haus. Willst du anfangen? Nee. Was wolltest du denn jetzt klären? Mehr wegen dieser... Was ist denn hier los? Ne? Wegen der Map und so. Was ist jetzt erklären? Mehr wegen das nicht Gutes mit den Häusern. Erklär doch mal. Ja, fang du an, ich steig dann ein. Ich find's so geil. Er macht so, er holt so die Kamera raus und geht so, ich klär mal und so. Macht so die Kamera und macht so auf mich so. Aber das ist der Style. Also bald sind wir ja auch noch auf Tour mit Bunkercat TV. Bunkercrack TV. Da fahren wir ja auf jeden Fall auch noch zum Schotterbahnhof, ne? Schotterbahnhof? Ja. Wo ist denn Schotterbahnhof? So, wir sind jetzt hier beim Haus angekommen und dann haben wir gemerkt, das ist das Haus von Daniel Düsentrieb wieder. Ey, Alter, ey, das kann echt nicht sein, ey. Jedes Mal dieselbe Scheiße, ey. Mist. Können Typen so lost sein, frag ich mich. Ah, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte für euch. Warte mal, ist das jetzt der Vlog noch oder ist das jetzt schon wieder neu? Das ist der neue Vlog jetzt. Ja, aber der laufende Vlog. Ja, das ist jetzt... der laufende Vlog und da möchten wir jemanden grüßen jetzt. Ja, wir grüßen nämlich, wen wollen wir denn grüßen? Die junge Dame, die jetzt Geburtstag hat. Ach so, das. Ja, okay, wie heißt denn der? Hast du es gewusst? Also, es hat jemand nämlich Geburtstag am 6.8. Und ich am 7. Am 7.8. auch im August. Und wir kommen uns gleich wieder. Hallo meine Freunde, hier ist Stefan von Mysterious. Wir melden uns aus dem Mitte-Block raus. Und zwar grüßen wir heute die Michaela. Die Michaela ist nämlich eine Zuschauerin von uns und die hat nämlich am 7.6. Geburtstag gehabt. Und deswegen lassen wir ganz liebe Grüße da. Und alles Gute zum Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag. Und ja, wir wünschen euch viel Spaß mit den Pullovern und mit den Schlüsselanhängern, die ich euch noch gebaut habe und so weiter und so fort. Vielen Dank, dass ihr immer unsere Videos guckt und dass vorne sind Leute. Guck mal, die wollen da Fahrradtour machen. Gut, bis dann, tschüss! Leute auf Fahrrädern, aber wir sind mysterious und wir sind nett. Deswegen fahren wir hier jetzt runter, damit die Leute auf ihren Fahrrädern dingsen können. Aber das Mädchen entgleist jetzt vielleicht, weil ich ihr mein Ohr zeige. So, das war nett. Tschüss. So, Freunde, in diesem Geburtstagsvlog fahren wir jetzt weiter, weil, Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Genau, wir fahren jetzt weiter für euch. Und zwar fahren wir jetzt noch in ein altes Gasthaus. Ich hoffe, ihr seid dabei und seht im Hauptvideo dann voll das krasse Gasthaus. Einfach so, zack. Haben wir jetzt eigentlich gesagt, wann sie jetzt wirklich Geburtstag hat? Ja. Ja, heute, aber du musst ja erstmal rausfinden. Am 8.6. glaube ich. Nein, am 7.6. hast du gesagt. Nee, ich glaube am 8. Aber herzlichen Glückwunsch. Tschüss beim Gasthaus. Weil er hat gesagt, er soll immer von... Wir müssen jetzt immer an Lodge vorbeifahren und müssen quasi wie in Amerika in den Vlogs, nee, in den Folgen,
erklär nochmal. Was soll ich da erklären? Da gibt es Videos, da kriegen Leute halt Komplimente von so Menschen und dann freuen die sich. Da fährt ein Auto vorbei zum Beispiel und. Nee, die sitzen im Auto. Genau, die sitzen im Auto und dann sagen die so, yeah, I love your T-Shirt oder so. Und dann freuen die sich immer. Und das ist doch eine schöne Geste, oder nicht? Aber wenn man das hier in Deutschland macht, hat Specki gesagt, dann wird man wieder so angeguckt, als wär man so voll der Creep. So. Ich mag, dass du grün bist! Ja, genau. Jo Leute, und das war's von diesem Vlog. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiterfahren. Da haben wir zum Beispiel auf dem Nenner haben wir das... Das hier, oder? Achso, das... Das flache Kabel. Das Haus von Graceland? Von Michael Jackson, oder? Ja. Haben wir zum Beispiel, fahren wir hin. Oder halt auch das Haus der Addams Family. Oder das Haus aus dem Film... wie heißt dieser Disney-Film mit den Geistern? Das Monsterhaus mit Jurassic Park. Tschüss.